wieder mit dabei seid. Heute ist der große Tag. Ich stehe vorm Friseursalon. Oh mein Gott. Ich bin total aufgeregt. Ich hatte euch ja schon angekündigt, dass es eine große Veränderung geben wird. Und heute ist der große Tag. Eieiei, ich habe ein bisschen Angst. Ihr kennt meine Haare. Hier ist meine Mähne. Sehr, sehr lange Haare, bis in die Spitzen gesund. Aber ich möchte jetzt einfach mal eine Veränderung und ich nehme euch einfach mit der Kamera. Mal schauen, hoffentlich wird es keine Tränen geben. Ich wünsche euch schon mal ganz viel Spaß beim Video und los geht's. So, hier könnt ihr jetzt nochmal komplett meine Haare sehen und man kann schon erkennen, sie sind wahnsinnig lang, bis in die Spitzen gesund, aber es ist einfach keine schöne Form da, sie glänzen nicht mehr schön und deshalb muss heute mal eine Veränderung her. Ich bereite mich hier schon mental vor. Aber wir fangen erstmal mit der Tönung an und zwar ist es eine Intensivtönung. Zu meinem Friseurbesuch habe ich euch auch schon eine Routine abgedreht. Die kann ich euch sehr, sehr gerne mal unten in der Infobox verlinken. Da seht ihr, was ich immer gemacht bekomme. In der Zwischenzeit trinke ich aber erstmal einen Kaffee, weil ich muss jetzt 20 Minuten unter die Wärme. Dann wird alles nochmal am Waschbecken quasi emulgiert und es muss auskühlen und danach bekomme ich eben meine Haare gründlich gewaschen. Dann werden meine Haare natürlich nochmal gründlich ausgespült und so sehen jetzt erstmal meine Haare aus. Oh Gott! Es geht los. Meine Haare werden jetzt geschnitten. Das müssen wir natürlich mitfilmen. Ich bin aufgeregt. Alle sind aufgeregt, weil ich bin eine schwierige Kundin. Los geht's. Gleich heul ich. Schaut mal, ich zitter. So. Böse. Ja. Böse Frisurin. Zeig. Meine Haare sind geschnitten worden. So, und hier kommt jetzt noch der Feinschliff. Und zwar hatte ich mir gewünscht, dass die Haare eben schöner fallen, dass sie ein bisschen fluffiger sind sozusagen und mir dieses Schwere einfach vom Kopf genommen wird, weil ich habe ja sehr, sehr dickes Haar und ich wollte einfach einen schönen Schnitt drin haben und deswegen macht das jetzt gerade noch meine Friseurin und gleich seht ihr quasi das Ergebnis. Hier werden jetzt meine Haare trocken geföhnt bzw. dann später gestylt und meine arme Friseurin ist meist über eine Stunde damit beschäftigt, erstmal meine Haare trocken zu bekommen. Ich habe übrigens ein ganz, ganz tolles Produkt von GHD auf meine Haare bekommen. Das werde ich mir dann noch nachkaufen. Und zwar soll das dazu dienen, dass die Haare quasi versiegelt werden und der Spliss verhindert wird. Also ein ganz, ganz tolles Produkt werde ich euch demnächst auch noch vorstellen. Ergebnis. Es sind sage und schreibe 23 cm abgekommen. Für euch noch eine Langhaarfrisur, für mich etwas ungewohnt, aber ich bin schwer verliebt in meinen neuen Haarschnitt. Ich mag es super gerne und ich würde sagen, wenn euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert. Schaut auch nochmal bei meinem letzten Video vorbei, da habe ich nämlich eine ganz tolle Verlosung für euch. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!